Leute, es ist Montagmorgens und ihr wisst ganz genau, was es heißt. Wir müssen mal wieder in die Schule. Oh ja, ich habe so keinen Bock. Aber Ukri, weißt du, was ich gehört habe? Dass wir einen neuen Lehrer haben. Einen neuen Lehrer? Seit wann das denn, Simlucky, ey? Ja, seit heute, Ukri. Ich habe... Au, stopp. Dexus, da vorne ist unser neuer Lehrer. Wie sieht der denn bitte sehr aus? Warum hat er so einen dicken Bauch? Das sieht ja voll lustig aus. Sein Bauch guckt aus seinem T-Shirt raus, weil er so fett ist, Alter. Was tuschelt ihr dort so? Aber ganz schnell in den Klassenraum. Ihr seid genau 2 Sekunden zu spät. Seid ernst? 2 Sekunden? Junge! Das war nicht ernst. Alter, 2 Sekunden, das ist auch überhaupt gar nicht. Warum bist du so streng? Jetzt auch noch frech werden. Ich glaub, bei mir hakt's ab in den Klassenraum. Okay, ja, tut uns leid. Alles gut. Oh Mann, der ist echt ein bisschen fies, Ukri. Und ich dachte, das wäre ein netter Zeitgenosse. Aber warte mal, Ukri, mir fällt gerade eine Sache auf. Wo sind unsere Freunde? Ich meine, wir sind hier komplett alleine im Klassenzimmer. Warum sind wir die Einzigen? Ist das überhaupt unser Lehrer? Stell dir vor, wir wurden jetzt ein geheimes Klassenzimmer entführt, was nicht mal von unserem Lehrer ist. Ey, Ukri, wir kennen den ja gar nicht. Stell dir vor, das ist ein Entführer von kleinen Kindern. Also, recht herzlich willkommen zu meinem Matheunterricht. Ich habe folgende Regeln. Wenn ihr einmal dazwischen redet oder plappert, werde ich euch auf... ich werde euch eine Strafe geben. Warte mal, wollt ihr gerade sagen, dass er uns aufessen wird? Ey, vielleicht sind deswegen unsere Freunde gerade alle weg. Lass auf, der ist hinter dir. Hey, Alter. Hallo, Lehrer. Warum... Was will er von mir, Ukri? Schief an, Alter. Du riechst so lecker. Oh Mann, darf ich vielleicht kurz an deinem Finger knabbern? Ey, nein! Lass mich mal in Ruhe, du komischer Lehrer, Alter. Ukri, ich glaube, wir müssen hier ganz schnell aus dem Klassenzimmer raus, das Alter. Das ist überhaupt kein netter Zeitgenosse, das ist ein Verrückter. Das ja, ist kein wunderschöner Bruder. Das ist kein Mathe-Lehrer, Ukri. Das ist alles aber kein Lehrer. Weißt du was, Lehrer? Wir müssen mal eben ganz kurz auf Toilette. Ich hab Durchfall, ne? Ich habe heute nicht kurz gut gefrühstückt. Ich verbiete es euch, wegen dem Unterricht den Klassenraum zu verlassen. Ich will euch ja immerhin aufessen. Ukri? Junge, das ist kein normaler Lehrer. Das ist ein verrücktes Stück Kacker. Also, 3, 2, 1, 0. Abhauen, Ukri! Schnell weg hier! Wir müssen hier raus! Weg hier! Leute, ich weiß nicht, was hier abgeht. Wir wollten einfach nur zum Matheunterricht, obwohl ich Mathe hasse. Ukri, wir hätten die Schule schon schwänzen sollen. Ich sag euch ganz ehrlich. Wir hätten die schwänzen sollen, Alter. 100%. Hier ist der Ausgang. Ukri, du reißt das schnell! Komm mal schnell, wie können wir den ablenken, Ukri? Wie können wir den ablenken? Stehen geblieben, ich werde euch aufessen. Ich brauche mein Frühstück. Alter, hinter dir ist Frühstück. Schau mal da hinten. Nein, Ukri. Ey, darauf fällt er bestimmt nicht rein. Das ist ein Mathelehrer. Der hat Honigkuchen. Der hat Honigkuchen. Ey, komm, lass uns hier schnell abhauen. Voll, ich hab eine Idee. Alter, ey, stopp. Nicht aufteilen. Wir können verhandeln, Lehrer. Schau mal. Alter, Ukri, das war die Torte für Billys Geburtstag. Die hab ich mit Pupsi gemacht. Ja, komm, gib ihm die Torte, der ist so dick, der wird die bestimmt auffressen, da lässt er uns in Ruhe. Du willst die Torte haben? Dann nimm sie doch. Haha, ich hab sie in den Fluss geworfen, Ukri. Das ist die perfekte Chance, um abzuhauen. Und weißt du was? Wir werden heute das sicherste Haus vom Mathelehrer bauen. Haha. Ey, wir werden die sicherste Schule aller Zeiten bauen, okay? Wir bauen jetzt richtig sichere Schule, Alter, lass damit machen. Die nicht reinkommen. Ey, der darf der wird uns alle Schüler noch aufessen. Ja, ja, wir müssen hier alles richtig machen. Ja, 100%. Bauern bauen. Ey, Leute, bevor wir das machen können, Alter, wo ist eigentlich der, wo ist der hin? Ey, ich glaube, der ist jetzt einfach den ganzen Fluss lang, weil die Torte einfach weggeschwommen ist, ne? Wir haben ein bisschen Zeit, Ukri. Wir haben nur 10 Minuten Zeit, die sicherste Schule heute zu bauen. Heute ist eine Special-Folge, aber damit wir das machen können, Ukri, wir brauchen erstmal Items, wir brauchen Fallen und Hindernisse und die haben wir noch gar nicht. Simlucky, wir müssen unbedingt in den Kreativmodus. Oh Mann, und dafür müssen alle ein Like da lassen und ein Abo. Oh ja, Leute, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst, dann kriegen wir einfach einen Kreativmodus rein für 10 Minuten. Dann können wir das krasseste, sicherste Haus bauen aller Zeiten. Let's go, und lasst ein Abo und ein Like auf 3, 2, 1 und 0, Leute, komm schon. Let's go, Leute. Wir müssen es schaffen. Und wow, Leute, ich glaube, es hat geklappt. Ukri, schau mal, was wir im Inventar haben. Guck mal, Ukri. Jo, das ist einfach so ein Rainbow-Truck. Ukri, sollen wir mal trinken? Was steht da eigentlich? Kreativmodus 10 Minuten, das klappt halt wirklich. Okay, lass uns austesten, Ukri. Auf 3, 2, 1 und let's go! Slap, Leute! Was passiert hier? Und wow, Leute! Es hat geklappt! Wir sind Kreativmodus, Ukri! Und ich hab schon richtig krasse Items im Inventar bekommen. Damit werden wir jetzt das sicherste Haus bauen! Okay, Simlucky, ich hab schon voll die gute Idee, Ukri. Unsere Schule ist gerade noch richtige Noob-Schule, okay? Die ist gar nicht sicher. Dieser Mathelehrer, ich glaube, der wird komplett stark sein, okay? Wir müssen ihn wirklich besiegen. Wir müssen das komplett sicher machen. Und Ukri, dafür habe ich jetzt auch... Stärker als Brian. Ja, 100%. Ja, okay, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber, Ukri, wir müssen die Wände richtig sicher machen, okay? Außen, die Grundstücke muss richtig sicher... Du bist selber ein Ukri-Pupsi, Alter. Komm hier, Bats, gönn dir Bedrock und Obsidian, Ukri. Und mach damit diese ganzen... Guck mal, die Steine sind gar nicht sicher. Das ist Granit. Und was ist das hier? Ziegelstein.
Junge, wir brauchen Badrock plus Obsidian-Ukri. Junge, das jetzt ist die erste Badrock-Schule, die ich in meinem Leben gebaut habe, Alter. Ersetz mal einfach alles, Ukri. Mach so ein richtig fettes Tor rein, Junge, und da wird der hier niemals reinkommen. Nie im Leben. Wir werden jetzt die Schule zur Badrock-Schule upgraden. Alter, das wird so spannend, Alter Ukri, aber ich würde sagen, das dauert jetzt lange, ne? Wir müssen da jetzt alles mit Badrock ersetzen. Das kann was werden, Leute. Bis gleich. 2000 Jahre später. Und wow, Leute, 10.000 Jahre später. Ukri, das hat lang gedauert. Wir haben die ganze Schule mit Badrock ersetzt. Blank, ich habe keine Lust mehr, Alter. Ganz ehrlich, das hat jetzt so lange gedauert. Aber egal, wir müssen alles komplett sicher machen, weil sonst wären wir aufgefressen. Komm schon, Blank. Oh ja, du schnell, hast recht. Junge. Keine Zeit zu entspannen, Ukri. So, bam. Weißt du, was wir als nächstes machen, Junge? Guck mal, wir haben jetzt hier alles schon mal Badrock sicher gemacht. Da kommt der niemals durch. Keine Chance. Und als nächstes brauchen wir ja auch noch einen Eingang, ne? Wir müssen ja in der Schule auch sicher sein. Da ist es ja unser Stützpunkt. Deswegen, Ukri, brauchen wir jetzt eine fette Sicherheitstür. Blank, woher hast du eine Sicherheitstür? Erzähl ja, mal, pass Junge. Mal zeig auf. Mal her. Ja, komm mal her, Ukri. Ich zeig dir sofort. Und zack, Junge, putz, Alter! Das ist eine Eisentür, aber die ist halt 10-mal so groß, ne? Und die geht richtig cool auf. Siehst du das, Ukri? Boah, Sablaki, du hast recht. Die ist einfach dicker als eine normale Eisentür und einfach 3-mal so groß. Wie krass ist die denn? Da kommt der niemals durch, der Mathe-Lehrer. Auf keinen Fall. Oder denkst niemals. Du... Ey, Junge, der hat noch irgendwelche Mathe-Tricks auf Lager, Alter. Der rechnet sich da durch oder sowas. Der hat bestimmt Hex auf Lager oder sowas. Ich meine, der ist Mathe-Lehrer, der auch bestimmt auch Informatik-Lehrer. Egal, wir machen es doch viel sicherer. Wir brauchen Fall. Ja, 100%. Ey. Mach mal irgendeine Falle, eine gute Falle. Ja, aber warum soll ich das machen, Ukri? Jetzt seck dir mal auch was aus, okay? Mir fällt grad nichts ein, Simlaki. Dir fällt auch nie was ein, Ukri. Egal, so, weißt du was? Bau doch hier schön das Haus, Simlaki. Das ist sicher ein Haus. Welches Haus, Junge? Hä, aber wir haben doch die Schule als Sicherheitsort, Ukri. Ja, aber ich mach hier so einen kleinen Raum, so einen Sicherheitsraum. Okay, mach was du willst, Ukri, mach das. Aber weißt du, was ich in der Zeit mache? Ich werde hier jetzt einfach Laser platzieren, Leute. Und die werden den Mathelehrer hundertprozentig aufhalten. Guck mal, wir machen das so. Wir platzieren hier unten ein Pad. Und das verbinden wir jetzt mit dem Laser. Da müssen wir nur noch oben den Laser platzieren und dann zack, entsteht somit ein richtig fetter roter Laser. Oh ja, und das machen wir jetzt hier einfach überall, damit der Mathelehrer hier auf keinen Fall durchkommt. Okay, Leute, let's go! Let's go, Leute, wir sind fertig mit den Lasern und die sehen ultra nice aus. Der Laser ist schief. Junge, warum ist der schief, Ukri? Warum hast du ihn kaputt gemacht? Egal, jetzt ist hier... Was hast du gemacht? Alter, jetzt ist hier eine Lücke, Ukri. Ja, wie? Ich hab das gemacht. Das warst du. Nein. Alter, bring das mal schnell in Ordnung, Ukri. Sonst kommt der dann auch durch. Obwohl, der ist sowieso fett, Alter. Der kommt da nicht durch, Ukri. Ich sag dir ganz ehrlich. Egal, Leute. Auf jeden Fall, jetzt ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt schon die Laserwand gemacht. Ne, aber das reicht noch nicht. Wir haben jetzt eine Badrock-Wand, eine Laserwand. Wir brauchen noch einen fetten Graben, okay? Wo der auf jeden Fall nicht rüberkommt. Okay, ich glaube, dieser Mathelehrer, der kann nicht weit springen. Okay, der ist fett. Der wird sofort in diesen Graben hier reinfallen. Und Ukri, eine Sache hier, guck mal. Wir haben hier zur Auswahl, wie sollen wir den Graben befüllen? Einmal Void-Wasser, Alter, einfach dieses Void-Ukri, mit Rainbow-Wasser, das macht einen einfach One-Shot. Oder Rainbow ist OP, Bro. Rainbow ist OP. Oder sollen wir Fake-Wasser benutzen, Ukri? Nee, eins das Rainbow-Wasser nehmen, das Leute, ist das Coolste. Leute, schreibt einen einzelnen Kommentar für Void. Aber was soll das, Ukri? Eine zweite Kommentare für Fake-Wasser und eine dritte Kommentare für Rainbow-Wasser. Was würdet ihr wählen, Leute? Stimmt mal jetzt in den Kommentaren ab, Ukri. Und solange du das machst, ne, machst du mal jetzt um die ganze Schule. Ich weiß, ein bisschen viel, aber müssen wir machen. Okay, wir müssen die Schule beschützen in Simukri City. Sonst, ey, Ukri, weil schon, sonst wären alle dumm in Simukri City. Oh ja, Simlucky, ich werde mich auf jeden Fall anstrengen, hier alles voller Lava zu machen, damit er hier nicht durchkommt. Okay? Ich meine jetzt Rainbow, Ukri. Was für Lava, Alter. Ukri ist ja, jetzt Rainbow-Lava. Junge, was für, das ist keine Lava, Junge, das ist Rainbow. Das hat aber so Effekt wie Lava, ne? Die richtig krass ist. Guck mal, Leute, wenn man da reingeht, dann brennt man einfach auch. Das ist richtig heftig, Leute. Und Survival-Modus, man ist One-Shot. Aber die macht so viel Schaden. Die macht viel mehr Schaden als Lava. Ich frag mich, ob dieser Mathe-Lehrer drauf geht. Wo ist der eigentlich? Ey, das ist einfach... Oh, okay, ich glaube, der ist da irgendwo lang, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Aber wir müssen es beeilen, Ukri. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Und schaut mal, Leute, jetzt, wo Ukri gerade einen Graben macht, würde ich sagen, fange ich schon mal an mit der ersten Falle. Der Lehrer wird da wahrscheinlich irgendwo rauskommen. Und dann, Leute, guck mal, was ich hier in meinem Inventar habe. Ich habe einfach ein... Guck mal, wir machen das so, zack, wir platzieren einfach hier mal ein bisschen Badrock und darauf platzieren wir ganz viele Bücher. Wir werden so tun, wenn der Lehrer hier hinkommt, sage ich so, ich habe keinen Bock auf die Matheaufgaben, ich verbrenne die. Und dann kommt der Lehrer und denkt sich, nein, hör auf damit. Denn jeder weiß, Junge, Lehrer, die mögen es, Schülern Hausaufgaben aufzugeben. Und was wird passieren, wenn ich die einfach verbrennen will? Der wird hier sofort hinlaufen und das ist die Falle, Leute. Das ist einfach ein Lockvogel. Denn dann wird er auf dieses fette Boostpad hier kommen. Haha. Und das wird ihn einfach... warte mal, wo führen wir ihn hin, Leute? Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden ihn seinen Untergang führen, okay? Da wird der einfach drauf gehen. 100%! Das wird ihn sowas von killen, diese Falle. So, zack, zack, zack. Da kann er auch nicht mehr wegkommen. Denn Leute, ich zeige euch mal, wie krass das ist. Guck mal, bam, man ist hier einmal drauf. Ich sprint dagegen, aber ich bin nicht schnell genug, weil das so krass ist, Junge. Und man kommt hier auch gar nicht mehr weg, Leute. Das ist
einmal auf diesem Laufband, man kommt da nicht mehr runter. Und jetzt, Leute, guck mal, ich habe eine Idee. Und zwar, wir machen das jetzt richtig crazy, okay? Wir platzieren hier unten einen richtig fetten Ventilator, okay? Der ist das Ultra-OP-Ventilator. Der schafft auch diesen fetten Mathelehrer hoch zu katapultieren. 100%. Bam! Der fliegt dann hier nach oben. Haha! Ey, und dann fliegt er in eine richtig fette Falle. Guck mal, wir machen das so. Schreibt mal in die Kommentare, ob euer Mathelehrer auch so fett ist. Leute, Junge, nur weil der fett ist, heißt nicht, dass andere Mathelehrer fett sind. Ey, Leute, was ist eigentlich euer Lieblingsfach in der Schule? Schreibt mal in die Kommentare. Also, mein Lieblingsfach war immer Sport eigentlich. Mein Lieblingsfach, ja, Sport war immer cool. Was sonst noch? Kunst war auch cool. Ja. Malen und so. Leute, das sind einfach die Fächer, die richtig entspannt sind. Da musste man wirklich eigentlich nie was machen. Also, da kann man einfach chillen. Die anderen Fächer haben mich ehrlich gesagt gar nicht interessiert, sag ich dir so, wie es ist. Also, Englisch ist schon wichtig und so, ne? Also, da auf jeden Fall aufpassen, Leute. So, also was machen wir jetzt als nächstes? Wir boosten den Mathelehrer hier hoch, der wird hier hochfliegen und dann wird ihn sein Untergang erwarten. So, nee, das ist ein bisschen zu hoch. So, Leute, jetzt schaut mal, wir machen das so, der wird hier hochfliegen, Bots, und dann fällt er wieder runter in diese ganzen Gefängnisfallen. Haha, und wir platzieren sogar, ich guck mal, wie viele wir hier platzieren werden, überall, damit der hier auf keinen Fall entkommen wird. Der darf hier nicht entkommen, Leute, denn dann sind wir am Ende, Junge. Denn wenn der da gefangen ist, Junge, wir werden den komplett zerstören. Wir holen Bazooka und so. Ey, Uchi, nebenbei, ne, Waffen. Wir brauchen auch noch Waffen. Platzier die mal jetzt gleich alle davor. Mach hier noch den Graben zu Ende. Und dann brauchen wir aber direkt Equipment. Wir brauchen Ausrüstung. Wir brauchen die krasseste Rainbow-Ausrüstung, die richtig viel Leben hat, damit der uns nicht irgendwie zerstört oder so. Weil ich habe echt Angst vor dem, Uchi. Sag dir ganz ehrlich. So, zack. Und jetzt ist hier unsere Falle fertig gebaut. Ey, die ist sowas von nice. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ey, der wird hier so gefangen werden. Haha. Let's go. Okay, das ist unsere erste Falle. Warte mal, ich platziere hier noch eine Kiste mit einem Feuerzeug. So, damit es wirklich so aussieht, als ob wir die Matheaufgaben gleich verbrennen. Ich habe so noch eine bessere Idee. Wir platzieren hier so ein Netherrack. Zünd das jetzt an und ihr wisst ja ganz genau, Netherrack brennt die ganze Zeit. Und dann hat der Angst, dass die Hausaufgaben, die Matheaufgaben verbrennen. Junge, der wird da sofort hinlaufen. Aber dann, Bats, kommt der hier in die Falle rein. Und ich sage, ich simuliere das euch mal ganz kurz. Bam, dann wir vorne. Die Schule nicht verbrennt, ne? Wegen der Lava. Stimmt, wie wegen der Lava. Was meinst du? Wegen der Rainbow-Lava. Junge, die Schwangler ist wie die ganze Schule aus Bedrock gemacht, du haben. Okay, wie soll die verbrennen? Ja, aber hier am Teil, ich bisschen Wolle und so. Ich habe Angst, dass das alles verbrennt. Nein, alles gut. Passiert schon nichts, Ukri. Okay, Leute, ich hoffe, es passiert nichts. Am Schluss haben wir die ganze Schule zerstört und nicht der Mathelehrer, der Verrückte, sondern wir. Ukri, Junge, wir tun der Schule was richtig Gutes, okay? Wir beschützen gerade Sam Ukri City, sag sowas nicht. Und wenn was passiert, dann sagen wir einfach, der Mathelehrer war das. Okay, Leute, als nächstes haben wir was richtig Cooles vorbereitet. Ey, Ukri, platzier mal hier in dieses sichere Haus. Hä? Was hast du hier gebaut? Du hast einfach eine Box gebaut. Okay, wie soll man hier rauskommen? Ist man hier jetzt gefangen? Nein, Junge, du brauchst noch einen Ausgang. Ich hab alles von der Rainbow-Lava gemacht. Ehrlich, warte mal, ich schau mal. Alter, als wenn, Ukri, du so schnell warst. Yo! Alles fällt. Du hast alles voll gemacht. Wir müssen noch die Laser noch erweitern, Leute. Das dauert echt lange mit den Lasern, aber das machen wir auch noch gleich. Ich mach das weiter, Junge. Let's Yo! Go. Alter, wie viel... Junge, du hast ja halt wirklich alles voll gemacht. Respekt, Ukri, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, ne? Leute, du einmal ein Like und ein Abo da lassen. Alter, so cool, du hast hier sogar, ey, Ukri, du hast hier sogar außenrum hier so überall das gemacht. Krass, okay, hätte ich nicht gedacht, Ukri. Guten Job hast du geleistet. Weißt du was, als nächstes kannst du mal. Ukri, platziere hier mal eine Kiste. Platziere mal eine richtig krasse OP-Kiste. Wie zum Beispiel dieses Obsidian-Chest hier vorne. Und da tu mal richtig krassen Loot rein. Hier ist auch richtig viel Platz. Mach da ein Torpedo rein, Junge. Bazooka, alles, Junge. Damit werden wir den komischen Mathelehrer in die Luft sprengen. Habt ihr nicht gehört, was der gesagt hat? Der will uns aufessen, so. Ich frag mich, wo waren unsere Freunde heute im Unterricht? Keiner ist mehr in der Schule. Ey, denkt ihr, der hat die alle eingesperrt und will die aufessen? Wir müssen auf jeden Fall gleich schauen. Wahrscheinlich hat der Billy uns auch eingesperrt, weil der war auch heute in der Schule. Ja, aber Billy wird der sowieso nicht essen, Junge. Billy stinkt voll, Alter. Wenn der Billy ist, Junge, fress ich 10.000 Besen. Also, Leute, als nächstes, ich habe mir eine richtig coole Falle ausgedacht. Und zwar wird das eine richtige OP-Falle. Wir müssen hier erstmal ein riesiges Loch reinmachen. Aber da fällt mir ein, das können wir einfach mit unserer magischen Axt machen. Oh ja, Leute, nämlich markieren wir einmal hier den Punkt und jetzt müssen wir noch einen tieferen Punkt markieren, damit das Loch auch richtig tief wird. So, zack, zack, zack. Und jetzt geben wir noch einen Befehl /ZR ein und das wird das alles hier zu Luft verwandeln. Und das ist auch passiert, Leute. Zack, alles ist Luft und damit haben wir hier eine riesige Grube. Und jetzt raten mal, was ich machen werde. Oh ja, haha. Ich platziere hier überall Fake-Gras und wenn er da einmal drauf tappt, dieser dumme Mathelehrer, dann fällt er sofort runter. Und ihr denkt euch, Junge, der fällt in ein Meter Loch. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Der fällt in ein Loch, wo der nie wieder rauskommt. Denn dort werde ich gleich richtige... Ich werde schon sehen, was ich da gleich platzieren werde. So, zack, zack, aber erstmal muss ich das hier alles zu Ende bauen. Man merkt einfach, guck mal, man merkt
zu 100% keinen Unterschied zwischen dem Fake-Gras und zwischen dem normalen Gras. Ey, Uchi, pass mal auf, dass du da gleich nicht reinfällst, okay? Du weißt gar nicht, was ich hier baue. Schau mal zu, was ich hier mache. Junge, Sablaki, ich mache hier gerade die ganzen Laser an der Wand, Junge. Das ist richtig schwer. Yo, wie schwer ist deine Aufgaben? Wie, das ist schwer, Alter? Uchi, ich habe wenigstens eine Idee, ne? Ja, ich mache hier alles komplett clean, Alter, damit hier denn niemand reinkommt. Ja, du machst ja nur das, was ich dir sage, Uchi, aber hast selber keine Ideen, Alter. Jetzt hör mal auf, hier zu diskutieren, Alter. Wir müssen Teamarbeit sein, Junge, nicht gegeneinander arbeiten. Beeil dich mal, Junge. Beeil du dich mal. So, zack, zack, zack. Ich glaube, ich habe hier mehr gebaut als du, Uchi. Wer hat dir die ganzen Fallen gemacht? So, egal, Leute. Keine Zeit. Junge, ich mach hier einfach das selber kaputt, Alter. Was ist los mit mir? So, zack, zack, wir höbeln das alles aus. Ey, Sablaki, du schaffst endlich mal 100.000 Abonnenten, Mann. Alter, Uchi, du wirst schon sehen, was passiert, wenn ich die 100.000 Abonnenten erreiche. Denn, Leute, dann kommt Distrack gegen Uchi. Lass dafür allen Abo da. Bei 100.000 Abonnenten mache ich Distrack gegen dich, Uchi. Und der wird noch viel cooler als sein. Ich habe ja dein Pupsi-Distrack gesehen, Alter. War richtig schlecht, Alter. Richtig schlecht. Okay, aber, Leute, wir haben es jetzt hier fertig gebaut. Man merkt einfach null, dass es hier eine Falle ist. Und jetzt fehlt einfach nur noch unten die ganzen Spikes, Leute. Und zwar werde ich jetzt hier den ganzen Boden voll mit richtig spieksigen Spikes ausfüllen. Oh ja, zack, 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 zack. Die platziere ich jetzt hier überall. So, zack, zack, zack. Das machen wir jetzt hier überall. Und schaut mal, was passiert, wenn ich drüber laufe. Boom, die aktivieren sich einfach alle. Dann wird sie einfach so langlaufen. So, oh nein, 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 so viele Spikes. Aber dann, batz, Sackgasse. Und dann piekst sich hier sein ganzer Popo auf, Alter. Ich sag's euch so, wie sein ganzer fetter Popo. Junge, hey, ich glaub, Uchi, ich weiß, warum der so dick ist. Ey, ich weiß, warum der so dick ist. Junge, stell dir vor, der hat richtig viele Kinder gegessen. Nein. Ey, ich mach, ich glaub, der hat alle Kinder schon aufgefressen. 100%. Uchi, das ist das. Junge, der hat ja auch unsere Freunde auch aufgegessen, Junge. Schaut mal, was hat der mit Winnie-Pups angestellt? Erledigen. Ja, wir müssen echt erledigen. Stell dir vor, die sind alle in seinem Bauch, Junge, und die müssen wir da jetzt befreien. Ey, Uchi, pass mal auf, ne? Hier nicht drauf reinfallen, denn ich habe hier einfach eine fette Spike-Falle geplatziert, um das Ganze einfach so richtig lang, Alter. Also der wird da. Junge, der wird darauf 100% reinfallen. Und damit er da wirklich reinfällt, Leute, guck mal, was ich jetzt machen werde. Ich werde hier überall glitschigen Stein platzieren. Erstmal mal bauen wir hier alles weg. So, zack, zack, zack. Und jetzt platzieren wir den hier überall. Let's go, Leute. Guck mal. Ey, das ist einfach komplett glitschig. So, bam. Oh, nein, ich rutsche einfach. Haha. Ey, da wird er so ausrutschen. Bam. Und dann fällt er in die Falle rein. Sein Popo wird aufgepiekst. Fliegt er nach oben, weil es so weh tut, Junge. Fliegt dann ins Rainbow-Wasser. Will hier wieder raus. Geht in die Laser rein. Und dann war es das mit dem, Junge. Das kann er nicht überlebt haben, Leute. Ich sag's euch. Ich predikte es schon, okay? So, zack, zack, zack. Platzieren wir jetzt hier überall. Let's go. Okay, Leute. Wir machen jetzt weiter. Und zwar habe ich mir gedacht, Junge, wie wichtig ist es eigentlich hier. Warte mal, das machen wir nicht. Hier, guck mal. Das ist hier doppelt gesichert. Wenn ihr hier reinkommt, zack, nehmen wir uns den Loot raus, gehen wir weg und machen die Tür wieder zu, dann muss er hier erstmal durchkommen. Haha, das ist eigentlich voll nice. Okay, als nächstes, Leute, gehen wir hier mal ins Sekretariat rein, okay, ganz wichtig, das ist die Bibliothek, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt hier einen Tisch platzieren, bam, hier einen PC ran und Leute, eigentlich hier in den Schulen sind immer voll die Dullis-PC, okay, voll die blöden PC, voll die Pupsis-PCs, aber ich habe hier einfach einen fetten, krassen PC. Der Junge, der kann alles, Leute. Pass mal auf, das ist ein Hacker-PC. Ich platziere ihn und hier wird noch ein Hacker-Monitor platziert. Plus Tastatur und Maus. Und damit, pass mal auf, was wir gleich machen werden. Davor wird hier noch ein Gaming-Stuhl platziert. Ey, das ist voll geil. Und schaut mal, mit diesem Monitor, mit diesem PC kann ich einfach die Kameras verbinden. Und dann die einfach hier außen platzieren und dann in die alle reingucken. Das wird ultra, ultra OP. Und was hast du da gebaut, Uchi? Was hast du da gerade versucht? Junge, was war das? Ich versuche das irgendwie schneller hier hinzubekommen. Okay, das ist komplett am Bug, Uchi. Was auch immer du da gerade baust, Alter, das sieht aber nicht gut aus. Okay, egal. Das sieht gut aus, was redest du? Ich finde, das sieht voll cool aus. Das ist irgendwie doppelt gesichert, Uchi, aber jetzt. Warte mal, jetzt ist hier gar nicht gesichert, Uchi. Okay, das ergibt keinen Sinn. Ich schaff das alles, Junge, vertrau mir. Okay, mach mal jetzt schnell weiter, Uchi. Ich mach hier so viel Arbeit, Junge, und du checkst einfach nicht, wie die Laser funktionieren. Egal. So, Leute, wir platzieren jetzt hier die Kameras. Und ja, wir müssen die irgendwie einen Baumstamm wahrscheinlich platzieren. Ja, genau hier vorne. Ey, da wird der Mathelehrer die niemals sehen. Und von hier aus haben wir auch eine perfekte Aussicht. Guck mal, wir können hier unsere Falle beobachten. Wir können uns selber beobachten. Und wir können die ganze Schule haben wir im Blick. Ey, wir haben hier einfach alles im Blick. Aber als nächstes, Leute, brauche ich hier noch eine Kamera. Die ist auch wichtig. So, zack. Platzieren wir auch nochmal hier. Und wir brauchen alle guten Dinge sind rein, ne? Brauchen wir noch eine Kamera. Und die werden wir, zack, bei meiner Krone hier oben, bei meiner Statue platzieren. Von hier sehen wir einfach ganz der Uchi City. Schaut mal, da vorne sind einfach unsere Häuser. Und da haben wir einfach auch alles im Blick. Wir werden die komplett hops nehmen. Ich sag's euch, Leute. Und eigentlich haben wir auch schon alles platziert, oder nicht? Leute, er wird hier irgendwie aus dem Fluss rein. Oh, Junge, ist das eine Kanalisation? Ist das ein Untergrundfluss oder so? Boah, der sucht doch immer die Torte, Leute. Aber nicht mehr lange, Leute. In einer Minute ist unser Kreativmodus-Trank weg und dann sind wir komplett am Ende. Das ist gar nicht gut. Alter, Uchi, warum hast du hier überall Laser platziert? Ey, ich check gar nichts, was du gemacht meinst doch, ich soll die ganze Schule mit Laser umrunden. Das mache ich jetzt auch. Junge, du machst aber doppelt Laser oder so. Junge, was machst du hier, Uchi? Egal.
Also, wir platzieren ja erstmal überall Minen, Leute. Denn damit wird der einfach komplett in die Luft fliegen. 100%, ich sag's euch. So, zack, 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 die platzieren wir überall umrunden die ganze Schule mit diesen Minen. So, da wird der sowieso nicht lang gehen. Der kommt ja von hier vorne. Und als nächstes platzieren wir überall hier noch Gefängnisfallen. Oh ja, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber dort wird halt die ultimative Gefängnisfalle sein, okay? Wenn er da aus einem Gefängnis rauskommt, dann kommt er direkt ins nächste, Leute. Weil guck mal, wie viele hier einfach sind. Da kann der... Der kann ja gar nicht entkommen. Warte mal, wir übertreiben komplett. Das ist einfach so eine Trichter-Gefängnisfalle, wo man nie wieder rauskommt. Das ist die unendliche Gefängnisfalle. Wenn er da rauskommt, Junge, das geht nicht, Leute. Ist unmöglich. Glaube ich nicht mal. Wir denken nicht mal, dass es möglich ist, Leute. Daran denken wir nicht mal. So, und somit würde ich sagen, Uchi, eigentlich, unsere Schule ist halt schon, die ist schon mega sicher, ne? Die ist schon richtig krass. Ich würde sagen, wir sind ready, Uchi. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit, Junge. Was müssen wir noch platzieren, Uchi? Denk schnell nach. Mach schnell. Ey, mach schnell den ganzen Loot in die Kisten rein. Mach die ganze Laser noch zu Ende. Das musst du machen. Nein, nein, mach Loot rein, Uchi. Mach Loot rein. Okay, ich helfe dir auch mit dem Loot. Komm schon, Leute. Wir müssen da jetzt richtig krasse Sachen reinmachen. Und let's go, Leute. Ich habe hier schon richtig krasse Kisten vorbereitet. Schaut euch das mal an. Wie nice. Wow. Das ist einfach richtig krass OP-Loot drin. Junge, Junge, Junge. Und hier platzieren wir noch eine. Und jetzt haben wir einfach zwei davon. Uchi, ich bin ready. Ich glaube, wir haben jetzt auch gar keine Zeit mehr, ne? Der wird jeden Moment kommen. Was? Warte mal. Was hast du denn hier erbaut? LOL! Ey, du hast dir gedacht, du machst keinen Laser, sondern einfach so Rainbow-Wasser-Laser. Schlimmer als Laser. Guck mal, da ist gar keine Lücke, da kommt man gar nicht durch. Ey, ja, ey, der kommt ja aber sowieso nicht durch die Laser, ne? Weil der wird da direkt, der ist auch fett, Ukraine, hast du ganz vergessen? Stimmt. Ja, und du hast es sogar auf der ganz anderen Seite gemacht. Das heißt, unsere Schule ist jetzt einfach komplett sicher. Ukri, du weißt, was heißt. Ganz schnell in unsere Geheimbars. Ukri, komm hier rein. Ich komm ja schon. Türe zu. Türe zu. Hör mal auf hier, Ukri. Okay, ich mach die zu. So, okay, egal. Und Ukri, komm mal mit mir. Ich zeig dir mal, was ich gebaut habe. Schau mal. Also, bist du ready? Hier ist unser Kamerasystem. Ey, da können wir jetzt ihn beobachten und schauen. Und schauen, ob er schon da ist, Ukri. Komm, ich setz mich hin. Alter, wir schauen jetzt in die Kameras, Ukri. Hoffentlich, Junge. Wir müssen es schaffen, Alter. Wir werden es überleben, Leute. Komm schon. Lass ein Abo und Like da. Let's go. Wir schauen da rein. Komm schon, wir müssen es schaffen, Leute. Was geht ab, Uchi? Schnell in die Kameras reinhacken. Wow, Leute. Was geht denn jetzt ab? Wir sind der Kamera und schaut mal. Wir können von hier aus einfach alles beobachten. Und warte mal, was sehe ich denn da? Das bist doch du, Uchi. Ey, was treibst du auf der Straße? Dir schon klar, dass du da nicht sicher bist. Keine Ahnung, ich sehe ihn gar nicht. Der war doch da vorne beim Fluss. Geh sofort wieder in die sichere Schule rein. Ich glaube, entspann dich. Ich glaube, der kommt gar nicht mehr. Das ist keine gute Idee, Leute. Das ist keine gute Idee. Uchi, was machst du? Warum stehst du einfach rum? Du bist so ein richtig leichtes Opfer, was man richtig easy überfallen kann. Ja, der kommt. Oh nein, was sehe ich da? Uchi, was meinst du? Jetzt werde ich dich aufessen. Nein, Uchi, was geht denn da ab? Warte mal. Leute, hat der Uchi gerade aufgegessen? Was hat der mit dem angestellt? Oh nein, oh nein, wir müssen Uchi retten. Ey, Uchi, hörst du mich doch? Warte mal, Uchi, bist du aus dem Uchi City raus? Hallo, Uchi, ich glaube, das ist ernst, Leute. Der hat den begraben. Alter, wir müssen Uchi gleich unbedingt retten, Leute. Ganz, ganz schnell. Aber davor, schnell raus aus den Kameras. Wir werden dem jetzt alle Fallen stellen. Ich werde mich jetzt ausrüsten und ihn da komplett hops nehmen. Nein, Leute! Alter, ich fasse es immer noch nicht. Der hat einfach Uchi aufgegessen. Ey, wir müssen den killen, Junge. Wir müssen den besiegen und dann befreien wir Uchi aus seinem bösen Bauch, Junge. Der hat da bestimmt unsere ganzen Freunde einfach aufgespeist und die sind da jetzt alle im Bauch. Okay, wisst ihr was? Wir gehen sofort zu den ganzen Kisten, werden uns ausrüsten und dann werden wir diesen blöden Mathelehrer besiegen. Aber sowas von, ich sag's euch, Leute. So, zack, ganz schnell ausrüsten. Warte mal, wir schauen mal, was da vorne abgeht. Ist der hier schon... Oh, Leute, das ist genau da vorne. Seht ihn! Hahaha, ich hab schon deinen Freund erledigt und dich werde ich auch gleich killen. Alter, wie ehrenlos ist der bitte sehr. Ja, der denkt, der wird mich erledigen. Warte mal, Leute, ich springe hier schnell über die Falle. Ich tue so, als ob da gar nichts wäre. Hm, du willst mich erledigen? Warte mal, was sehe ich denn dort vorne? Haha, wir machen jetzt in die Falle. Oh ja, sind die. Und guck mal, was ich mit denen anstellen werde. Ich schmeiß die jetzt ins Feuer. Hahaha. Oh ja, und zack, bam. Ey, nein, was soll das? Ich werde dich kriegen. Warte mal, was passiert denn jetzt? Ey, das hast du sowas von verdient. Ab mit dir nach oben und... Wow, Leute! Oh ja, jetzt ist er gefangen im Warte mal, was geht denn da ab? Leute, der ist... Yo, der aktiviert die ganzen Fallen. Ey, das war aber ultra fett, Alter. Der kommt da... Nee, da kann der nicht entkommen. Haha, da kommst du jetzt niemals wieder raus. Da steckst du jetzt fett drin. Und weißt du, was ich jetzt in der Zeit mache? Haha, solange du da irgendwie versuchst rauszukommen, schafft ihr sowieso nicht. Da sind tausende Fallen. Leute, so lange werde ich jetzt hier einmal kurz wieder rüberjumpen. Und zack, zum Glück... Bin ich nicht so fett wie dieser komische Typ und kann hier mich noch ganz schnell durchsneaken? Ja, oh Junge, der kommt da, glaube ich, gleich raus. Junge, der bricht die gerade alle auf. Was hat der für ein
Zollstock, Junge, was ist das für ein Lineal, der so stark ist? Aber der kann ja nicht rauskommen, weil ich habe da Tausende platziert. Ich komme jeden Moment raus und dann werde ich sie erledigen. Oh, nein, Leute, ganz schnell hier rein. Und ich muss Uri retten, Leute. Ich hängt jetzt alles von mir ab. Ihr wisst es, Leute. Bam, bam, ich rüste mich jetzt komplett aus, Leute. Ihr werdet sehen. Ihr werdet schon sehen. Du wirst schon sehen, was du davon hast, dass du dich mit den Uri-Brüdern angelegt hast, Junge. Das wird der uns heimzahlen, Alter. Das werden wir ihm heimzahlen. So, zack, zack, zack. Wir nehmen uns die ganzen Waffen, Junge. Das sind die Ultra-OP-Waffen. Schaut euch das an. Nuklearwaffe, Rocket Launcher, Vielfachwerfer, Alien-Waffe. Ich habe keine Ahnung, was die Waffen sind, aber die sind Ultra-OP-Waffen. Das nehmen wir uns auch noch mit. Zack, wir haben sogar ein Jetpack hier am Start, Alter. Sowas von OP, oh ja. Und damit werden wir jetzt ein für alle Male den bösen Lehrer auslöschen. So, zack, komm mal her hier. Wo bist du, hm? Du kommst da. Leute, was geht da ab? Junge, seit wann hat der Lehrer ein Rocket Launcher? Ey, was soll das? Ey, warte mal, ich muss die Ukri retten. Ey, ist der Ukri noch am Start? Okay, das werde ich mehr machen. Da ist er in Sicherheit. Da ist er noch in Sicherheit. Ich muss hier erstmal den Lehrer besiegen. Was sollte das werden? Warum hast du meinen besten Freund Ukri aufgegessen? Was sollte das werden? Was hast du mit meinem besten Freund Ukri angestellt? Aha, ich hab ihn verspeist und danach wieder ausgespuckt. Der hat so ekelhaft gestunken, den konnte ich gar nicht essen. Okay, Leute, der hat recht, Ukri stinkt wirklich manchmal. Aber das werde ich dir nicht verzeihen. Ist noch lange kein Grund, den zu essen. Ich doch gar nichts im Lucky. Warte mal, Ukri, bist du gerade zum Leben erwacht, weil du gehört hast, was wir gesagt haben? Ey, der hat mich dort eingesperrt unter der Erde. Alter, Ukri, ich sehe dich. Geht's dir gut? Nein, besieg ihn schnell. Alter, Ukri, ich glaube, der hält es da lange nicht mehr durch, Junge. Wir müssen dir jetzt ein für alle Male auslöschen. Pass mal auf, Leute. Ich glaube, der kommt da gleich raus. Der explodiert da gerade alles. Weißt du was? Die Zeit, das werde ich nutzen, dass er da drin ist. Nee, ich feuere dich jetzt ab, Junge. Nimm das, Alter. Fress meine fetten Rainbow-Raketen. Aua, was war denn das? Oh nein, ich muss hier schnell raus. Oh nein, das wirst du nicht schaffen. Bam! Und boom, Junge, noch eine Explosion. Oh nein, Leute, sieht so aus, als ob ich einen Freund hätte. Nein, nein, nein. Oh nein, schnell hier weg. Junge, du kriegst mich niemals. Du, Leute, wir locken in die ganzen Minen rein. Hm, komm mal her hier. Lass uns hier kämpfen. Wir fällen alle rein. Aua, was ist denn das? Mein Popo brennt so. Aua. Du denkst doch nicht wirklich, dass die Minen mir was ausmachen. Ich hab eine fette Fettschicht. Oh ja, das ist mir klar. Du bist richtig fett. Aber was ist, wenn die Minen, Alter, Leute, wenn die Minen ihm nichts antun, warum ist er eigentlich so schnell? Ich meine, ich habe hier meine fetten Ultra-Boots, die ultra-mega-fast sind und trotzdem, Junge, wie schnell ist der, warum ist der Sonic-mäßig? Okay, Leute, ich muss ganz schnell, glaube ich, in die Schule wieder rein, da bin ich sicher, weil irgendwie die Minen machen dem nichts aus, Junge, und ich muss ihn mal treffen. Ey, der fahr ich einfach aus! Okay, mal, brumm, wenn das hier, ey, oh, oh, okay, nein, oh, Leute, ich lock ihn wieder in die ganzen Minen rein, Junge, ich habe extra hier richtig viele platziert, da wird der überall rein, weil der sieht ihn nicht, Junge, haha, der hat doch eine Brille, Leute, der sieht voll schlecht. Komm her, Mann. Aua, was ist das denn hier die ganze Zeit? Au, 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 au. Langsam tut das echt weh. Ja, gut so, Junge. Und jetzt, bam. Fress meine Nuklearwaffe, Junge. Das ist Säure, Alter. Die wird sich durch deine Fettschicht durchheizen. Oh, nein, was? Bin ich runtergefallen? Aufpassen. Okay, aufpassen vom Rainbow. Was? Das macht One-Shot, Leute. Richtig aufpassen. Bam. Der explodiert wirklich alles. Und jetzt schnell in die Laserfalle. Schnell, ich meine, in die Gefängnisfalle ihn reinlocken. Und? Nein, Junge. Alter, der läuft einfach. Ey, ich dachte schon, der läuft da drüber. Hm, was machst du jetzt? Ich werde mich für Ukri rächen. Bam, friss das jetzt. Vierfach Raketenwerfer. Boom, Junge. Haha, das kann der nicht überleben. Aber das tut echt weh. Aber ich werde dich doch dazu bringen, Matheaufgaben zu machen. Und danach werde ich dich aufessen. Junge, was hat der eigentlich? Was ist das hier für eine Nase, Leute? Was ist das für eine Nase? Junge, der sieht hier richtig ekelhaft aus. Leute, bam, fress diese fette Laserwaffe, Alter. Nimm das. Hm, hier komme ich wohl nicht raus, aber ich habe eine Idee. Alter, was hat der vor? Ich werde jetzt meine eigenen Raketen aufessen. Und zack. Dab, 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 dab. Leute, was hat der da gerade vor? Junge, warum frisst er seine eigenen Raketen? Leute, denkt ihr, der will selber zur Bombe werden und dann hier alles explodieren, damit der aus dem Gefängnis kommt? Oh, mein Bauch kribbelt schon so komisch. Ich glaube, ich explodiere jeden Moment. Oh nein, Leute, gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay, ich muss hier ganz schnell rüber. So, zack, nicht in meine eigenen Fallen fallen. Und jetzt hier, boom, zack, durch hier. Oh nein, Leute, wir müssen uns ganz schnell in Sicherheit bringen. Junge, ich werde von außen das beobachten, Junge. Der explodiert einfach ein paar Sekunden, hat sich selber zur Bombe gemacht. Alter, ist der verrückt eigentlich? Was ist das für ein komischer Mathelehrer? Egal, wir schauen jetzt in die Kamera, sind unsere nächste Kamera. Let's go. Okay, Leute, wir sind gerade in dieser Kamera hier vorne. Ihr seht es und wir gucken jetzt mal nach... Oh nein. Leute, was geht da ab? Junge, ey, ich hoffe, der explodiert wirklich jeden Moment. Aber, ey, in unserer Schule sind wir hundertprozentig sicher. Wir sind dort sicher, da kommt der nie im Leben durch. Leute, was geht da ab, Junge? Was geht da ab? Oh, zu viele Raketen. Die sammeln sich alle an und boom. Yo, was geht da ab, Leute? Leute, nein, sag mir nicht. Der hat sich...
er sich befreit? Alter, wie hat er sich daraus befreit? Du war aus diesem Gefängnis. Jo, was macht der da bitte sehr? Oh nein, der fällt auf mein, der fällt jetzt gar nicht. Der hat meine Falle kaputt gemacht. Aber vielleicht fällt er da trotzdem drauf rein, weil er sieht die jetzt nicht. Haha. Und jo, der ist drauf reingefallen. Ey, der fällt in die ganzen Piekslöcher. Aua, aua, aua. Was ist das? Mein Popo, mein Popo, mein Popo. Wo geht's denn hier raus? Oh, da ist ja der Ausgang. Bam, Junge, ich mach mir einfach einen Ausgang. Jo, ey, der hat das Rainbow-Wasser einfach aufgesprengt. Das hat ihn fast berührt. Leute, ey, ich hab so das Gefühl, ne? Der wird sich noch langsam ausbrechen. Warte mal, was ist das dort hinten? Warte mal, was ist das dort hinten? Was sehe ich denn dort? Ist das etwa eine? Ich weiß doch, was das ist. Das ist eine Kamera. Oh nein, Leute. Ich glaube, der hat mich gesehen. Das ist gar nicht gut. Und was passiert da mit seinem Bauch? Junge, Leute, der ist einfach selber zur Bombe geworden, habe ich das Gefühl. Fress das, du wirst mich nicht mehr länger beobachten. Und boom. Wow, Leute. Leute, oh nein, der hat meine Kamera zerstört. Und ich hör's. Der explodiert einfach alles. Aber der kommt nicht in die Schule rein, Leute. Die ist zu sicher. Die ist zu sicher, dass der reinkommt. Junge, wir haben hier uns doch ins Laser. Hier kannst du nicht reinkommen. Hier ist doch das Rainbow-Wasser. Hör, was willst du machen, Junge? Fress mir meine ganzen Waffen. Boom, Junge. Batz, Alter. Nimm das. Aua, aua, das tut weh. Oh nein. Jo. Alter, der zerstört einfach meine Schule. Junge, Tür zu, Alter. Du wirst hier niemals durchkommen. Ey, die Tür ist zu sicher. Leute, wenn der da durchkommt, der wird ihn nicht schaffen, Junge. Diese Tür besteht aus 10 Doppelschichten Eisen. Da kann man nicht durchkommen. Nie im Leben. Außerdem, ich habe hier so eine Top-Position. Einfach so ein Highground. Da kann er mich auch nicht erledigen. Leute, aber was ist, wenn er da wirklich durchkommt? Oh Mann, diese blöden Stachel. Ich werde jetzt die Tür zerstören und die ganze Schule einnehmen. Ich bin der einzig wahre Mathelehrer. Keiner ist so gut wie ich. Es reicht mir. Hä? Was ist mit dem los? Alter, du kommst ja niemals durch diese Tür. Und ich werde dich die ganze Zeit hier abknallen, Junge. Ne, fress das, Alter. Fress. Oh, Leute, wenn ihr noch einmal hier rausguckt, Junge, anvisieren. Anvisieren, der denkt doch nicht wirklich, der ist da. Aua! Oh, nein, Leute, der hat es geschafft, mich abzuschießen, Junge. Der aus dem Hinterhalt, Leute. Egal, ich visiere nochmal an und. Haha! Fress das, Junge! Bam, 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 bam! Oh, aua! Junge, der trifft mich auch, Leute, aber es ist egal. Ich habe ihn viel öfter getroffen, Junge. Ich habe hier mein Anvisierungssystem und ja, der denkt, der kann sich hinter verstecken. Der ist zu fett, Junge, du bist so dick! Du siehst mich gar nicht, haha! Du kannst mich gar nicht sehen, das ist mathematisch nicht möglich! Oh doch, du bist einfach zu dick und boom, boom, boom! Fress das, Junge! Alter, wir zerstören hier einfach ganz im Ukri City. Aber wir müssen den besiegen. Alter, Ukri? Habt ihr es gerade gehört? War es Ukri? Nein, sag mir nicht, das war Ukri. Junge, was geht bei dir ab? Der mutiert zum Zombie. Alter, nein. Wir müssen es schaffen. Rette mich! Wir müssen ganz schnell Ukri retten. Alter, Leute, ich habe mir auch extra für den Fall einen Sniper besorgt, damit wir ihn auch im Fernkampf besiegen können. Schaut mal. Bam, anvisieren und... Boom, Junge, fress das! Bam, Alter! Und boom! Was ist denn das für eine hinterhältige Waffe? Ich werde dich bekommen! Fress das! Nein, Leute! Okay, aufpassen, ich muss es unbedingt ausweichen, Junge. Wenn der mich damit trifft, bin ich geliefert, Alter. Aber der kommt nicht durch diese Tür, ne? Der kann die nicht zerstören, habe ich das Gefühl. Ey, warte mal, wir verkämpfen uns einfach hier, hä? Ja, was willst du jetzt machen? Haha, du kommst hier niemals rein! Du denkst doch nicht wirklich, dass du dort sicher bist! Oh, doch bin ich. Ich habe hier zwei Türen und das ist alles sicher. Aber ich werde mich nicht verkämpfen, ich werde dich besiegen. Was versuchst du da? Der hat einen Flammenwerfer, Alter. Nee, der spuckt aus seinem... Der spuckt aus seinem Mund einfach Feuer. Junge, was geht bei dem ab? Das ist, weil der die ganzen Raketen... Und der spuckt da irgendwelche Laser. Der hat richtig viel Munition gegessen, Leute. Und der spuckt dir das alles raus, Junge. Was geht bei dem ab? Und nein, das versucht er nicht auch nicht etwa, meine Tür kaputt zu machen. Alter, du kannst dich da nicht durchätzen. Guck mal, was der versucht. Der versucht sich einfach durchzuätzen mit diesen ganzen komischen Lasern, die er hat. Aus seinem Bauch kommt das alles. Leute, was macht der da? Oh ja, wart ab. Jetzt zerstöre ich deine Tür. Boom. Warte mal. Du kannst die nicht zerstören. Es ist unmöglich, die zu kaputt zu machen. Oh nein. Leute, wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Doch, nein, den Boden auch sicher zu machen. Nein. Das haben wir so ganz vergessen. Leute, ihr hättet mir doch einen Tipp geben müssen, den Boden sicher zu machen. Das haben wir komplett vergessen. Oh ja, jetzt werde ich ihn erledigen. Wow. Oh nein, Leute. Alter, wir haben daran gedacht, die Tür sicher zu machen, aber nicht den Boden sicher zu machen. Und jetzt gräbt er sich einfach durch. Oh ja, wenn ich nicht durch die Tür kann, dann werde ich von unten durchkommen. Haha. Fress das. Oh nein, Leute. Angezündet, Junge. Zum Glück habe ich meine Rüstung, Junge. Da wird er mir nicht viel Schaden machen. Aber wir haben hier noch diese Tür, Junge. Hier wirst du nicht durchkommen. Und zack, ab geht's darüber. Haha. Oh nein, was ist denn das? Aua, aua, aua. Haha, du bist in meinem Rain. Der macht das einfach weg. Nein, fress das, Alter. Da bist du jetzt gefangen, Junge. Und jetzt werde ich dich besiegen, Junge. Bam, 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 Alter. Da kommst du nicht so einfach durch. Okay, das ist voll die gute Sackgasse für ihn, Junge. Da kommt er nicht durch, Junge. Putz, Alter. Fress das, Alter. Ich werde in ein Loch da reingraben. Haha, da kommst du niemals raus. Und boom, boom. Alter, fress meine ganzen Rocket Launcher. Fress meine ganzen Säuren. Boom, 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 Alter. Das hast du davon, dass du dich mit uns angelegt hast, Junge.
Junge, da kommt der nie wieder raus. Das ist ein fettes Loch, Alter. Was geht denn jetzt ab? Oh, das sind meine ganzen Raketen. Ich hab einen Düsenantrieb. Alter, der macht doch jetzt gerade nicht etwa Pupsi, Alter. Und pustet sich damit nach oben. Yo, was geht denn bei dem ab? Fress das. Ich kann ihn nicht treffen, Leute. Oh nein, das ist meine Basis eingedrungen. Warum hat das nicht von Anfang an gemacht? Hä? Wie los ist der Typ denn? Hä? Junge! Ich muss erst jetzt, Pupsi. Deswegen habe ich jetzt meinen Düsenantrieb. Und damit werde ich dich zerstören. Wow! Oh nein, nein, nein. Okay, jetzt wird ein Battle, Junge. In der Schule, Alter. Ich werde dich besiegen, Junge. Fress das, Alter. Fress. Oh, Leute, der kriegt mich noch. Du schaffst das. Hey, ja, okay, für dich werde ich schaffen. Boom, Junge. Alter, ich habe ihn komplett getroffen, Leute. Ich habe ihn richtig erwischt, Junge. Haha. Was machst du jetzt? Und jetzt, boom, mit meiner Sniper abschießen. Und bam, Alter. Und boom, Junge. Haha, mich niemals. Alter, warte mal, ich habe hier doch noch. Ich habe hier noch mehr Waffen. Ich habe hier noch eine Laserwaffe. Junge, mit der muss ich auch den nochmal. Oh, der ist mich vergiftet, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein. Bam, 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 bam. Fress das, Alter. Fress das. Boom, boom, Junge. Ich treffe mit dir mit den ganzen Lasern. Der hat keine Munition mehr, ist im Lucky. Schnell. Stimmt, irgendwann muss ihm doch die Munition ausgehen, Junge. Der hat doch so viele. Der kann doch nicht so viel Laser im Bauch haben. Nur nicht so viel Munition gegessen haben. Alter, der fliegt gerade richtig hoch, Leute. Was geht denn bei dem ab? Junge, ich laser ihn da jetzt weg, Junge. Ich laser ihn da weg. Du bist nicht oben sicher. Du bist da nicht sicher. Guck mal, der haut schon ab. Oh nein, komm schon her, Mann. Ich werde mich nicht besiegen lassen. Oh nein, Junge. Alter, jetzt reicht's mir. Weißt du was? Ich werde jetzt meine OP-Waffe rausnehmen. Nämlich esse ich jetzt mein OP-Rainbow-Apfel. Und damit werde ich dich ein für alle Male auslöschen. Und jetzt komm her, Mann. Aua, warum tun deine Attacken jetzt auf einmal so weh? Haha. Warte mal, der droppt seine Waffen. Alter, Junge, das gehört jetzt mir. Das gehört mir. Haha. Ich habe seine Waffen bekommen. Aha. Wie fühlt es sich an, mit seinen eigenen Waffen geschlagen zu werden? Oh nein, du wagst es nicht. Du wagst es nicht. Oh doch, und boom, Junge. Leute, ich habe dich getroffen. Egal, ich lade nochmal nach. Ich lade nochmal nach. Volle Energie. Volle Energie. Oh nein, schnell weg hier. Es tut mir leid. Oh nein, boom, Junge. Platz, Alter. Das hast du davon, was du mit meinem Freund Ukra angetan hast. Fress direkt. Die nächste Ladung. Oh nein, wir können darüber reden. Ich werd dir auch ganz viele Einsen geben. Nein, 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 nicht mal das macht's besser. Obwohl, Leute, soll ich's annehmen, das Angebot? Ich war immer schlecht in Mathe. Ich will das gar nicht mal. Oh, Junge, was rede ich da? Und boom! Haha! Du krebst dich nicht da weg! Haha! Aua, 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 das tut so weh! Ich kann das nicht mehr aushalten! Wir haben. Leute, wir haben es geschafft! Wir haben besiegt! Und lasst uns jetzt ganz schnell, Leute, wir müssen ganz schnell zu Ukri gehen. Hoffentlich habt ihr es überlebt! Oh nein, Ukri, hörst du mich? Hörst du mich, Ukri? Wir haben es geschafft! Alter, Leute, wir müssen ganz viele Bauarbeiter beauftragen, damit die wir wieder zum Ukri City reparieren. Ich bin sogar selber in meinen eigenen Lasergang. Ukri! Warte mal, hast du es überlebt? Geht's dir gut, Ukri? Ja, mir geht's gut, Lucky. Wir haben es geschafft, Alter. Ich hab's rausgeschafft. Ukri, ich hab mich irgendwie mit so einem Band dort festgehalten oder so. Alter, ich sag dir ganz ehrlich, komplett deine Schuld. Was hast du eigentlich gemacht? Cool. Du hast mir nicht mehr geholfen. Ey, pass mal auf, Ukri. Du hast. Das ist einfach die Waffe von diesem Mathelehrer. Du hast mir nicht mehr geholfen, den zu besiegen, ne? Du ehrenloser Alter. Nur weil du meintest, dass du hier mal eben. Ja, okay, ich sag ganz ehrlich, ich hatte kurz, einfach nur Angst. Ja klar, Ukri, nur weil du meintest, Digga, ich muss mich da mal raustrauen, ne? Und gucken, wo der kommt, Junge. Das war voll die blöde Idee, egal, oder? Ich würde sagen, lasst ein Abo und ein Like, da vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Falls ihr mehr abonniert sehen wollt, drückt jetzt auf die nächsten Videos, Leute. Checkt uns ran, könnt ihr da abonnieren. Ciao, ciao, Leute. Lasst ein Abo und ein Like, aktiviert die Glocke. Ciao, ciao. Drückt auf das nächste Video. Mich.